Ein Artikel aus der Zeitschrift Die andere Welt, September 1962. Das war der wirkliche Bruno Gröning. Annie Freyenebner von Eschenbach. Offene Worte einer ehrlichen, mutigen Gott- und Wahrheitssucherin, die Bruno Gröning viele Jahre hindurch gut kannte und zu einem maßgebenden Urteil über ihn berechtigt ist. Es war im Jahre 1950 bei Heilpraktika Enderlin in München, als ich Bruno Gröning zum ersten Mal persönlich erlebte. Was mich dorthin zog, war einesteils mein großes geistiges Interesse an diesem außergewöhnlichen Menschen und andernteils hatte ich es satt, von meinem damaligen Arzt weiter alle möglichen Spritzen angeboten und verabreicht zu bekommen. Durch das Studium okkulter und indischer Weisheiten angeregt, wusste ich theoretisch, dass es gewisse Menschen gibt, die durch Schulung besondere Kräfte erwarben, deren Anwendung durch ihre innere Einstellung entweder zum Wohle der Menschheit eingesetzt oder aber zu persönlichen Vorteilen missbraucht werden können. Kurz gesagt, ob sie schwarz- oder weißmagischer Natur sind. Infolge der vielen sich widersprechenden Zeitungsberichte konnte ich nicht klar feststellen, zu welcher Richtung Bruno Gröning gehört. Einmal schrieben die Journalisten, er sei ein Heiliger, dann wiederum erschienen plötzlich fast täglich Extrablätter, in denen er als Teufel gebrandmarkt wurde. Dies war der Grund, warum ich Bruno Gröning zunächst beobachtend gegenüberstand, denn ich wollte absolut wissen, was für ein Mensch dieser Träger besonderer Kräfte ist. Aber ich brauchte nicht lange zu beobachten, nicht lange zu prüfen. In Sekundenschnelle erfühlte ich es. Diese in sich ruhende Sicherheit, Güte, Bescheidenheit und Geduld ist nur einem möglich, der in vollster Verbindung mit Gott steht. So fasste ich tiefes Vertrauen und bald wusste ich beglückend, dass ich einen wahren Menschen erleben durfte. Einen Menschen, der alles das, was ich nur theoretisch wusste, praktisch verkörperte. Meine körperliche Unordnung, Erkrankung, wich einer Harmonie und Ordnung. Ja, es war ein förmlicher Hinauswurf in Form von eitrigen Ableitungen durch die Nase und Augen. In Kürze war ich meine Beschwerden los, an denen zwei Ärzte und eine Ärztin ein Jahr lang herumdokterten und überhaupt nicht herausbekamen, was es eigentlich sein könnte. Ich erkannte, dass ich einen wahren Lehrer gefunden hatte und besuchte deshalb alle nur erreichbaren Vorträge von Bruno Gröning. Besonders im Fremdenheim Weikersheim in Grevelfink bei München hatte ich die Möglichkeit, fast jede Woche ein oder zwei Vorträge mit anzuhören. Fast unglaubliche Heilungen durfte ich so auf diese Art und Weise miterleben und hörte mit eigenen Ohren, was die Geheilten selbst berichteten. Um nur einige zu erwähnen. Die Heilung eines schwersten Herzleidens einer Frau aus Augsburg, die dann aus Dankbarkeit omnibusweise leidende Menschen zu den Vorträgen brachte. Die Heilung einer Frau, die einen Gehirntumor hatte, bereits ein ganz verzerrtes Gesicht hatte und schon ganz verwirrt war. Von Vortrag zu Vortrag konnte ich selbst feststellen, wie sie in der Rede und in den Gesichtszügen wieder normal wurde. Oder ich erinnere mich an eine Dame aus New York, die sich für die Fernheilung ihrer Tochter in einem New Yorker Krankenhaus bedankte, die an Brustkrebs gelitten hatte. Ich erlebte mit eigenen Augen und Ohren, wie Taube wieder das Gehör zurückerhielten, wie Stumme plötzlich wieder ihre Sprache fanden, wie Menschen, die auf Krücken mühselig hereinhumpelten, plötzlich während des Vortrags ihre Stöcke wegwarfen und auf Gröning zugingen mit Ausrufen wie »Ich kann ja wieder frei und ohne Schmerzen gehen«. Sie gingen da meist hinaus auf den Gang und liefen hocherfreut die Treppen auf und ab. Wollten sie aber Bruno Gröning danken, so wehrte er stets mit den Worten ab, »Nicht mir dankt, sondern Gott, und zeigt nun in euren Leben, dass ihr wahre Gotteskinder seid.« Manchmal wollten sie ihn wie Krücken schenken, da nahm er sie und brach sie auseinander wie Streichhölzer, ohne Anstrengung. Dabei waren sie oft faustdick. Da merkte ich, welche physische Kraft neben der geistigen Kraft in diesem eigentlich zierlichen Körper steckte. Noch unendlich viel erlebte ich und könnte hierüber lange Berichte verfassen. Doch scheint mir eines besonders erwähnenswert, nämlich wie sich Bruno Gröning mit großer Geduld auch jenen widmete, die nicht reagierten. Er zeigte ihnen die Wege zur Ordnung der Gedanken und Ausrichtung zum Guten. Er rief immer wieder und wieder die Menschen auf, sich vom Bösen, vom Satanischen loszuarbeiten,
zu befreien, damit er ihnen die helfende Hand reichen konnte. Bruno Gröning sprach wie alle Weisen und Lehrer stets in Gleichnissen. Diese waren immer dem Bildungsstand der Zuhörenden angepasst. Dadurch erzog er die Anwesenden zu einem konzentrierten Aufpassen, und jeder konnte herausfühlen, das geht mich an. Durch die vielen Jahre hindurch hörte ich wohl an die 100 Vorträge, und jeder war wiederum anders. Sie waren alle aus innerer Eingebung geformt, nicht vorher verstandesgemäß zusammengestellt. Daher sprachen sie auch direkt zum Herzen. Welche Freude war dann bei ihm, wenn er helfen konnte? Nicht ein einziges Mal erlebte ich, dass er Geld für eine Heilung forderte, auch nicht beim Reichsten. Ja, oft ließ er einem Armen noch von Anwesenden Geld geben. Kam einer und wollte mit Anbieten von Geld eine Heilung zu erzielen, so wies ihm Bruno Gröning ab, und zwar brüsk mit den Worten: Ich verkaufe keine göttliche Kraft. Diese Gelegenheiten und wenn Menschen Unwahrheiten hervorbrachten, waren die einzigen Momente, wo ich hörte, dass er auch streng sein konnte, während er sonst die Güte selbst war, dazu immer hilfsbereit und freundlich, meist jedoch dabei ernst. Selbst in seinem Humor war stets ein gewisser Ernst vorhanden. Diese Erlebnisse schauten also ganz anders aus als gewisse Presseberichte. Hierzu muss ich noch erwähnen, dass leider auch Menschen um ihn waren, die sich zuerst helfend und fördernd für sein Werk anboten, ja oft mit einsetzten, aber dann plötzlich eigene Interessen und Vorteile daraus zu ziehen suchten. So wurden aus Freunden in vielen Fällen Gegner. Mit welcher Leichtigkeit hätte er diese seine falschen Gesinnungsfreunde strafen können? Und ich muss ehrlich sein, wir wahren Freunde wünschten es, wenn wir erfuhren, wie diese seine Gegner in Gemeinheiten und Verleumdungen ausarteten. Da aber mussten wir aus seinem Munde hören: Ich liebe auch meine Feinde. Der Böse fängt sich in seinen eigenen Netzen. Sie tun mir nur leid. Mitunter erlebte ich, wie wiederum Bruno Gröning im Jahre 1949 in Herford am Anfang seiner Tätigkeit als geistigen Heiler aus Feinden Freunde wurden, die schließlich zugaben, dass sie aus Unkenntnis oder Beeinflussung der Umgebung gegen Gröning gehandelt hatten. Manche Rückfälle in alte Leiden entsprangen aus dieser Einstellung. Aber reumütig erkannt wurde die Ordnung des Körpers und der geistigen Erkenntnisse sehr bald durch seine Hilfe wiederhergestellt. Immer musste man aus eigenem Wunsch Bruno Gröning um Hilfe ersuchen, da er jeden selbst entscheiden ließ, ob er seine Hilfe annehmen wollte oder nicht. Somit ist die Annahme, dass er mit Hypnose und Suggestion arbeitete, völlig falsch. Seine Lehre und sein Handeln waren auf der Lehre Christi aufgebaut. Das Gebot des großen Nazareners war auch sein Gebot: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wundervoll war es, wenn er seine Freunde durch sein tiefes Wissen und Können immer näher zur Gotterkenntnis führte. Da er in seinen Gesprächen alles von einer hohen Warte aus beleuchtete, traf er stets den Kern der Sache. Er war somit Wissenschaftlern, Professoren, Künstlern und Geistlichen in der Unterhaltung überlegen. Er führte sie mit schlichten, kernigen Worten an die Lösung ihrer Probleme heran. Durch sein stilles, bescheidenes Wesen machte er gar keinen Aufhebens von seinem Wissen, und das war auch der Grund, dass er für primitiv und ungebildet von oberflächlichen Weltmenschen eingeschätzt wurde. In Wirklichkeit besaß Bruno Gröning ein Wissen, das weit vorauserkannte und das in die tiefsten Gründe der menschlichen Seele reichte. Deswegen kamen auch einzelne Leiter von religiös, philosophischen oder ethischen Sekten zu seinen Vorträgen und suchten die Verbindung zu ihm. Hierdurch erschienen dann wenigstens da und dort ein verständnisvoller Artikel über Bruno Gröning. Doch war dies im Gesamten gesehen natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man an die vielen entstellten und lügenhaften Presseveröffentlichungen denkt. Groß war seine Freude, wenn ihn aufrichtige Menschen in seiner Berufung, den Leidenden zu helfen, ehrlich unterstützten. Dann schwer, sehr schwer war sein Weg in der so technisch und materiell denkenden Zeit. Das geistige Ziel Bruno Grönings bestand nicht nur in der Heilung des kranken Körpers, sondern entsprang dem höchsten Idealismus, die Menschen wieder zu einem wahren Leben in und mit Gott zurückführen. Aus diesem Grunde wirkte er schon allein durch sein Dasein aufregend und feindlich für alle jene,
die von der Unordnung bzw. von der gottentfernten Weltordnung leben und daraus ihren Verdienst ziehen. Somit war er dem bösen und unguten Menschen unliebsam und unangenehm. Dem Bösen war er ein Dorn im Auge. Und hier lag der Grund für den großen, gehässigen, sputzigen und vereinten Kampf gegen ihn, der von Unwahrheiten, Bosheiten, Neid und so weiter nur so gespickt war. Viele, viele Menschen wurden deswegen von ihm abgehalten, denn die journalistischen, sensationellen Verdrehungen und Verleumdungen einschließlich der häufigen Gerichtsprozesse sowie die fälschliche Einreihung in das Heilpraktikergesetz trugen dazu bei, dass sich die nicht selbstständig denkende Masse beeinflussen ließ und sich von ihm abwandte. Ich aber, die ich mich zu den engsten Freunden Bruno Grönings zählen durfte, kann mir aus diesem Miterleben und tiefem Einblick in die Lehre und den Menschen Bruno Gröning nach vielen Jahren und Erfahrungen ein objektives Urteil erlauben. Dieses Urteil lautet: Der Mensch Bruno Gröning war klein von Statur, aber das durch ihn durchflossene Göttliche war übermächtig groß in ihm und verband sich mit einem weisheitsvollen inneren Wissen, einem gottergebenen Wesen sowie einer Sicherheit und Können, ausstrahlenden, doch dabei bescheiden gebliebenen christlichen Persönlichkeit. In tiefer Dankbarkeit und Verehrung bin ich Bruno Gröning verbunden. Mein Leben wurde so reich, da ich ihm nah sein durfte, anderen Gutes zu tun, und darüber hinaus bin ich durch ihn in ein Erkennen des wahren Lebens geführt worden. Nicht mit Worten, sondern mit Taten der Liebe und des Dienens. Anmerkung der Schriftleitung von H. Geißler: Auch ich habe Bruno Gröning persönlich gut gekannt. Seinerzeit in Braunschweig, 1955-56, habe ich einige Abende für ihn organisiert und die einführenden Worte gesprochen. Im Büro des Löwenverlages, der damals die Okkulte Stimme, die Vorläuferin unserer anderen Welt, herausgab, saßen wir stundenlang beisammen und lauschten den Erzählungen Bruno Grönings. So kann ich nur bestätigen, was die Freien Ebner von Eschenbach über ihn sagt. Bruno Gröning war ein ganz einfacher Mann, kein Intellektueller, auch kein brillanter, suggestiver, geistreicher Rhetoriker. Was er seinen Zuhörern sagte, war ebenso schlicht wie einfach. Das war der Grund, weshalb Akademiker und gut belesene Okkultisten und Esoteriker der Meinung waren, er gebe nur Binsenweisheiten von sich, die jeder Anfänger in der Esoterik längst wisse. Das mag an sich richtig sein, aber Bruno Gröning hatte darüber hinaus die Fähigkeit, diese Binsenweisheiten in die lebendige Tat umzusetzen, konnte also etwas, was die Schicht der wissenschaftlich gebildeten Verstandesathleten nicht konnte und wohl auch kaum jemals können wird. Seine Erfolge als geistiger Heiler sind unbestritten und unbestreitbar. Ich selbst kannte in Braunschweig zwei Personen, eine ältere Frau und einen jungen Mann, die vordem völlig gelähmt im Rollstuhl saßen und von den Ärzten aufgegeben worden waren. Sie liefen, dank Bruno Grönings Hilfe, wieder quicklebendig durch die Gegend und gingen unbehindert ihrem Berufe nach. Ich habe mich jahrelang bemüht, das Geheimnis des Gröningschen Wesens zu ergründen und bin schließlich zu der Überzeugung gekommen, dass eigentlich gar kein Geheimnis vorlag. Bruno Gröning besaß die Fähigkeit des völligen Abschaltens, des Eintauchens ins Absolute. Oder wie der Yoga-Beflissene sagen würde, des Eingehens in Samadhi. Mit anderen Worten, er verstand es, als menschliche Kreatur zur Seite zu treten und die göttliche Allkraft durch sich hindurch wirken zu lassen. Er heilte nicht durch Worte, nicht durch seine Vorträge, nicht durch Suggestionsformeln oder Zaubersprüche oder irgendwelche Manipulationen. Er heilte durch seine bloße Gegenwart, durch seine mit göttlicher Kraft erfüllte Aura. Alles Reden und Auftreten war nur ein notwendiges Übel, denn schließlich wollten die Leute, die zu einem Gröningabend kamen, den Mann auch reden hören. Also musste er zu ihnen sprechen, erzählte einfache Geschichten von Spontanheilungen, vom wahren Gottvertrauen, von der Ordnung im Seelischen und so weiter. Alles Dinge, die tatsächlich in jeder philosophischen und esoterischen Einführungsbroschüre zu lesen sind. Aber dieses Erzählen war, wie gesagt, völlig nebensächlich. Entscheidend war die Strahlkraft Bruno Grönings und der Umstand, ob es ihm gelang, bei den Kranken und Seelengestörten irgendwo ein Loch im Panzer des zersetzenden Alltagsdenkens zu finden, durch das er die Kraft überfließen lassen konnte.
Fand er ein solches Loch, vollzog sich die Heilung blitzartig und automatisch. Erfolgte sozusagen eine Ansteckung mit göttlicher Gesundheit und Kraft. Für Bruno Gröning, der aus einfachsten Verhältnissen stammte, war es sehr schwer, sein inneres Gleichgewicht, die Voraussetzung für seinen geistigen Kontakt mit den Absoluten, inmitten der turbulenten Geschehnisse um ihn herum zu bewahren. Die einen beteten ihn förmlich an als neuen Heiland und Messias. Die anderen beschimpften ihn in unflätigster Weise als Scharlatan und Bluffer. Zu dieser Zeit, da er noch nicht seine Gattin zur Seite hatte, wurde er von gewissen Managern nach Strich und Faden übers Ohr gehauen und von ihnen fast wie ein Filmstar herumgereicht. Bruno ließ mit unerschütterlichem Gleichmut und mit unveränderter Lebenswürdigkeit alles mit sich machen und bewies eine Großmut und Toleranz, die ihm von seinen vielen Gegnern übel angekreidet wurde. Diese konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Bruno Gröning diese organisatorischen und finanziellen Dinge in keiner Weise interessierten und zogen den messerscharfen Schluss, dass er mit dem Herrn der Managern unter einer Decke stecken müsse. Dem war aber nicht so. Es kommt mir nicht zu, darüber zu befinden, ob Bruno Gröning zu gut gewesen ist oder ob nicht gerade diese seine Einstellung, die oft nach direkter Schwäche aussah, die Ursache war, dass er so oft vor dem Kadi gezerrt und in den Zeitungen als Moneymaker durch den Kakao gezogen wurde. Natürlich hätte er anders handeln können, und ich habe ihm das auch deutlich genug gesagt. Aber dann zuckte er nur mit den Schultern und lächelte still vor sich hin. Vielleicht waren es diese kleinen menschlichen Unvollkommenheiten im Verein mit dem ungeheuren Druck von außen, denen selbst ein Bruno Gröning auf die Dauer nicht gewachsen war. Schließlich hat auch ein Mirin Dajo, der in der Schweiz mehr als 500 Mal die körperliche Unverletzlichkeit demonstrierte, etwas Falsches getan, wenigstens in den Augen seiner Freunde. Aber ob es wirklich falsch war? Ein Bruno Gröning, ein Mirin Dajo und einige andere Große können nicht mit dem Allerwertsmaßstab gemessen werden, sondern ihr Leben steht unter Ausnahmegesetzen. Kurz und gut, Bruno Gröning war eine Persönlichkeit von Format, einer jener Großen im Geist, wie sie innerhalb eines Jahrhunderts nur selten in Erscheinung treten. Er hat Zehntausenden von Menschen geholfen, hat sie geheilt und ihnen die innere Ordnung wiedergegeben. Das allein ist entscheidend. Mag auch sein äußeres Bild als Erdenmenschen in der Sicht des Zeitkritikers und Historikers schwanken und schillern, mag auch mancher gegen ihn erhobener Vorwurf scheinbar berechtigt sein, darüber zu befinden, ob er seine Mission erfüllt hat oder noch mehr oder noch Größeres hätte leisten können, wenn nicht, das steht uns nicht zu.